Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, die WoW Classic Beta neigt sich so langsam dem Ende und ich habe mir gedacht, ich möchte nochmal ein Video machen, wo ich einfach mein persönliches Fazit aus der Beta ziehe, was ich hier gelernt habe, ja, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, was ich so erlebt habe und was wir vielleicht auch aus der Beta lernen können für das richtige Spiel, was eben in 2 Monaten kommen wird. Vorab möchte ich einfach mal sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich überhaupt Zugang zur Beta hatte. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich für mich gewesen und war einfach mega geil, dass ich hier wirklich dabei sein konnte. Auch gerade, wenn man auf Twitch noch als Streamer aktiv ist, so, dann war es einfach ein unglaublicher Vorteil. Gerade auch im deutschen Bereich gab es nicht viele Leute, die Zugang hatten. Ja, Stevenio, Bala und so weiter natürlich. Aber darunter so die kleineren Leute, da waren echt nur sehr wenige Leute dabei. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Ja, ich habe dann angefangen zu leveln in der Beta, relativ entspannt am Anfang. Ich habe das auch mit meinen Zuschauern so kommuniziert eigentlich, dass ich relativ entspannt hochleveln möchte, weil ich mich da irgendwie nicht hetzen möchte. Ich wollte einfach so das Vanilla-Feeling aufgreifen, ja, chillig hochleveln und auch das Spiel genießen irgendwie. Also einfach so diese Level-Erfahrung für mich auch einfach dazugehört. Ja, da sollte man das nicht zu überhasten, finde ich, sondern auch ganz entspannt angehen. Das habe ich dann auch wirklich sehr genossen am Anfang. Ich habe im Nachtelfengebiet hochgelevelt mit meinem Gnomen. Das habe ich auch auf den Live-Servern dann vor, ja, weil ich mir das Nachtelfen-Mount holen möchte. Da braucht man eben Nassos Ruf für und das kann man halt eben viel leichter machen, wenn man von Anfang an im Nachtelfengebiet hochlevelt. Es hat mir am Anfang wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben wirklich die ganzen Gebiete erkundet, dann den Darkshore hochgelevelt danach. Und es war einfach eine mega coole Erfahrung. Ja, endlich mal wieder auf dem Server spielen zu können. Der stabil läuft einfach, ja, nach so vielen Jahren. Auf Privatservern war es wirklich sehr angenehm. Endlich mal wieder einen Server zu haben, wo wirklich einfach alles rund läuft und wo keine Hacker am Start sind, keine Cheater und so weiter. Oder das von irgendwelchen shady Leuten im Hintergrund quasi gemanagt wird, die ganze Geschichte. Das war schon sehr angenehm einfach, ja. Und dann ist mir auch aufgefallen natürlich die neue Grafik. Ja, fand ich auch wirklich mega geil einfach. Ich habe auch bis zum heutigen Tag in der Beta mit der neueren Grafik gespielt. Da braucht ihr auch gar keine Angst haben. Irgendwie die verfälscht die Vanilla-Grafik nicht. Die macht die einfach nur nochmal deutlich schöner, finde ich. Und man hat mehr Schatten, man hat mehr Wettereffekte und so weiter, man hat schönere Wasserspiegelungen, es macht einfach das Spiel noch lebhafter und noch authentischer. Und ich bin mir auch wirklich sicher, dass sehr, sehr viele Leute mit der neuen Grafik auch spielen werden. Ja, dann kam irgendwann so der Punkt, nachdem so dieser Anfangshype auch so ein bisschen nachließ, so nachdem auch so die größeren Open-World-PvP-Kämpfe auf den größeren Streams auch so nachließen, das habe ich dann auch so mitbekommen im Weitwinkelblick so eine Art. Und ja, habe ich dann auch so gemerkt, ja, jetzt bin ich hier so ganz entspannt am Hochlevel, aber irgendwie hätte ich auch Bock, so mit den größeren Leuten mitzumischen, ja, vielleicht auch mal mit Stay Safe eine Ini zu machen oder gegen Peyo ein Duell. Auch einfach so im Endgame ein bisschen mitzumischen, auch mal Duelle zu machen, World-PvP und so weiter. Und habe mir dann auch gedacht, dass es vielleicht auch für meine Zuschauer auf Twitch einfach auch interessanter ist, wenn ich auch im Endgame-Bereich so ein bisschen mitmische, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, versuchst du doch einfach mal so ein bisschen schneller auch zu leveln. Und dann habe ich auch Offstream ein bisschen gelevelt, also auch wenn ich nicht live war auf Twitch, habe ich versucht, ein bisschen was zu machen an Leveln. Und ja, bin dann jetzt endlich Level 40 geworden am Ende. Und muss aber leider sagen, dass einfach der Server mehr oder weniger schon tot ist. Ja, also der Server war dann eigentlich schon, der war auch schon, als ich so 35 war, ungefähr gefühlt schon leergefegt, mehr oder weniger. Und an der Stelle nicht denken, dass es irgendwie eine Kritik an Blizzard oder an der Beta oder wie auch immer wäre. Nein, ich möchte euch nur meine Erfahrung in dem Moment mitgeben. Für mich persönlich war es halt einfach ein bisschen blöde, weil ich so diesen Early Hype, wo wirklich alle richtig am Start waren, PvP gemacht haben, die BGs offen waren und so weiter, nicht miterleben konnte, weil ich einfach ein bisschen zu langsam hochgelevelt habe. Ja. Man soll ja auch, wie gesagt, oder ich möchte auch festhalten an der Stelle, in einer Beta geht es nicht darum, dass die Leute darauf die perfekte Spielerfahrung haben. Es geht darum, das Spiel zu testen, ja, zu schauen, was funktioniert. Was funktioniert nicht, ja, wo gibt es irgendwelche Bugs, wo gibt es irgendwelche Fehler, die zu reporten.
Deswegen bin ich da überhaupt nicht am Weinen in dem Moment. Nur ich habe es einfach für mich persönlich gemerkt, dass es einfach wahrscheinlich für meine Spielerfahrung cooler gewesen wäre, wenn ich am Anfang richtig reingebuttert hätte vom Leveln, ja. Und deswegen auch an der Stelle für die Leute, die vielleicht traurig waren, dass sie bei der Beta nicht mitmachen konnten. An der Stelle auch der Hinweis, es war nicht so geil, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte, ja. Weil rund um diese, also diese Streamer-Bubble, sage ich mal, die größeren Streamer, die wirklich Fulltime dabei sind, ja, die jeden Tag 10, 12 Stunden hochleveln können, war es natürlich einfach mega geil. Die haben sich gegenseitig gepusht, die haben gemeinsam Dungeons gemacht und so weiter. Die hatten schon so eine kleinere Community einfach. Aber wenn man da nicht so drinne war und nicht so oft spielen konnte und einfach immer hinterhergehinkt hat, dann hat man keine Gruppen gefunden, ja, weil so viele Leute gab es dann nicht mehr, die dann noch am Start waren, ne? Und viele haben halt auch, glaube ich, einfach mal reingeschaut von den Privatleuten, wollten sich aber auch nicht so mega lange spoilern und hatten vielleicht auch nicht die Ambition oder den Grund, jetzt hier wirklich einen Char auf Level 40 hochzuleveln, was ja schon in Vanilla, ja, schon ein bisschen dauert, ne, so kurz bevor das Spiel dann kommt, in dem wir wissen, okay, der Char ist eh bald wieder weg, ne? Ein Streamer, der das Fulltime macht, der damit sein Geld verdient, der hat natürlich einen ganz anderen Anreiz, ja. Der möchte hier den Leuten Content geben, der möchte bei den Duellturnieren mitmachen, die dann stattgefunden haben und so weiter. Und das ist eine ganz andere Geschichte einfach. Und deswegen an der Stelle hier war das einfach so eine Welt für sich, in die man mal reingeschaut hat hier. Und es war unglaublich interessant für mich, ja, und es war unglaublich cool und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich dabei sein durfte. Aber vom reinen WoW-Feeling, vom Classic-Feeling, war da nicht so viel dabei am Ende, ja. Das sollte man wirklich fairerweise auch sagen. Ja, trotzdem, wie gesagt, habe ich jetzt hier endlich Level 40 dann am Ende auch noch erreicht. Hab ein paar Duelle gemacht. Hab dann auch zum Beispiel, es gab mal einen so ein AV-Weekend, da hatte man eine Level 58er Char hier in der Beta. Da habe ich auch echt einige coole Duelle gegen Peo mal gemacht auf Level 58. Das war auch ganz cool eigentlich. Aber wie gesagt, auch hier in Europa mit dem 100er Ping, weil der Beta-Server eben in Amerika stand und es nur einen gab. War da auch immer so ein kleiner Nachteil im PvP, ja. Gegen sehr, sehr gute Spieler ist es halt einfach ein Nachteil, wenn derjenige einen 10er Ping hat und ich einen 100er Ping. Das ist halt einfach so. Ne? Aber trotzdem, wie gesagt, war es einfach eine unglaublich geile Erfahrung. Und dass natürlich dann jetzt die Server am Ende so ein bisschen leergefegt sind, ist einfach eine absolut natürliche Entwicklung. Die Leute, die privat das hier mal reingeschaut haben, die haben keinen Anreiz mehr dazu weiter zu leveln und die größeren Streamer haben einfach schon alle Items, die sie brauchen. Ja, haben auch zum Beispiel auch dann in Retail mal wieder reingeschaut, als 8.2 kam. Das haben auch viele gestreamt zum Beispiel, ne? Und deswegen ist es absolut natürlich und auch jetzt absolut sinnvoll von Blizzard, finde ich, die Beta an der Stelle zu beenden. Sie haben ja auch gesagt, sie haben sehr viel Feedback bekommen und dieses Feedback müssen sie jetzt auch noch quasi bearbeiten. Und damit quasi diese Bugs dann auch noch entfernt werden können, bevor das richtige Spiel dann eben kommt. Ja, wie gesagt, ich kann einfach nur sagen an der Stelle, die Beta war wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung für mich, als sehr, sehr kleiner und frischer Streamer auf Twitch, der von diesem ganzen Thema eigentlich noch gar nicht so viel Ahnung hatte. Ist auch mal gespannt jetzt, oder ich bin auch mal gespannt, welchen Content ich jetzt so bringen werde in den nächsten Wochen, weil natürlich ich mich jetzt nicht unbedingt traue, weiterhin Privatserver-Content noch zu machen. Ja, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Und in die Beta, wie gesagt, dann halt nicht mehr reinkomme. Muss ich mal schauen. Vielleicht schaue ich mir einfach WoW-Videos an oder spiele irgendwie Warcraft 3 oder so mal gucken. Auf jeden Fall, ja, das war mein kleines Fazit zur Beta. Und was man vielleicht auch noch sagen könnte am Ende, Blizzard hat hier auch auf dem Server am Ende wirklich exzessiv die Layering-Technologie ja, getestet an den Leuten. Also es wurden sehr viele Layers dann immer erschaffen. Das heißt, der Server war dadurch auch nochmal leerer, weil einfach ganz viele Spieler in verschiedenen Layern drin waren. Und dadurch war der Server einfach noch leerer, hat oft World-PvP-Momente direkt komplett versaut und so weiter. Und ich hoffe einfach wirklich, dass diese Technologie wirklich nur am Anfang während der Launch-Wochen verwendet wird. Und auch so schnell wie möglich wieder abgeschaltet wird. Übrigens, sorry, ich bin ein bisschen krank. Ja, wie gesagt, das war mein Fazit zu Beta. Ja, also die Leute, die nicht reingekommen sind, seid nicht so traurig. Es war wirklich von dem Classic-Feeling, was dann wirklich im August auf uns zukommen wird, war nicht viel dabei. Es war eine sehr geschlossene, in sich geschlossene Welt eigentlich. Die Streamer haben so ihr Ding gemacht und für die war das halt sinnvoll. Ja, aber für Otto Normal-WoW-Spieler war es halt einfach, ja, eine komische Geschichte einfach.
Ja, schreibt mir gerne mal unter das Video, was so eure Erfahrungen waren, wie ihr die Beta so als Zuschauer aufgefasst habt, bei wem ihr so hauptsächlich zugeschaut habt, ja. Wahrscheinlich viele haben sich Peo gegönnt mit seinen ganzen Rages und so weiter. Sonny fand ich auch interessant. Ich habe bei Stay Safe öfter mal reingeschaut. Hydra fand ich cool. Jeder Streamer hat so seine eigene Sichtweise auch auf die Beta gehabt. Irgendwie, das fand ich auch ganz interessant. Und ja, schreibt mir gerne mal unter das Video, wie ihr die Beta so ja, mitverfolgt habt, miterlebt habt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt, wie gesagt, hierdurch nochmal so eine kleine Zusammenfassung einfach von meinen Eindrücken aus der Beta bekommen. Und in dem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.